du eigentlich, wenn du im Ring gestanden hast und gekämpft hast, hast du da eigentlich manchmal Mitleid gehabt mit deinem Gegner? Nein, also Mitleid. Also ich stelle mir ja so vor, dann hast du da jemanden und du merkst, der ist mir irgendwie gar nicht gewachsen und jetzt habe ich zu und jetzt liegt der da und ist K.O. Denkt man dann, oh schade, jetzt habe ich zu doll zugehauen, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger oder so? Nein, nein. Nee? Nein. Also erstmal ist klar, da stehen sich zwei gegenüber und beide haben die Pflicht, sich bestmöglich vorzubereiten. Natürlich, da kommen bei großen Turnieren Leute zusammen, wo das Niveau von beiden nicht messbar und trotzdem vorhanden ist. Ja, sehr großer Unterschied. So, und dann hast du relativ schnell auch die überzeugende Kraft, den anderen zu zeigen, dass er hier als Verlierer rausgehen wird. Ich kann aber nicht sagen, dass ich jetzt noch mal irgendwie noch mal und noch mal und noch mal, um es noch so überzeugend zu bringen, dass er es auch gespürt hat. Ja, also das liegt mir eigentlich nicht. Ich habe mich auch außerhalb des Ringes nie geprügelt, nie. Gut für die anderen? Selbst, ich muss gestehen, ich hatte auch Respekt davor. Ich mochte das auch nicht. Man weiß nicht, was da einem passieren kann. Ich habe relativ früh verstanden, wenn ich die Handschuhe aufhabe, dann ist es Sport. Dann gibt es Regeln, die hat man einzuhalten und dann wird das genauso gemacht. Und im besten Falle fair. Und wenn jemand mal nicht fair ist, was auch vorkam, dann hat man den zwei, dreimal gewähren lassen. Und wenn er es beim dritten Mal noch nicht verstanden hat, dass es unfair war, dann hat man es selber getan. Und ihn dabei ganz genau in die Augen geschaut. Das werde ich nie vergessen. Da war ich mittlerweile Anfang, Mitte 20 und wir waren auf Kuba bei den besten Leuten. Und da steht der Kubaner dir gegenüber und haut dir immer wieder mal ein Tief. Und da denke ich, Freund, das war jetzt kein Zufall, das war gezielt. Und irgendwann beim dritten Mal dachte ich mir, oh, jetzt muss ich dir eine Antwort geben. Dann gebe ich ihm die Antwort, die hat er verstanden. Und bei den Augen geschaut, hat er mir nie wieder tief geschlagen. So kann man Dinge dann auch klären. Hat dir nicht auch mal ein Kubaner ins Ohr gebissen? Das kam auch schon vor. Einmal kam es vor Wut, weil Alcides Sagara, sein Trainer, das ist ein wirklich großartiger Trainer gewesen. Und ich glaube, ich war einer für ihn, den er besonders im Fokus hatte, weil ich sehr speziell, ich hatte gegen keinen seiner Boxer weder im Training noch im Wettkampf verloren. Und dann hat er irgendwann jemanden mal entwickelt, der tatsächlich für mich eine hervorragende Antwort war und ich keine für ihn hatte. Aber es ist ein anderes Thema. Und er erwartete von seinen Sportlern das Höchstmaß und den Sieg. Und ich habe glücklicherweise auch diesen, Gomez hieß er, bis hin zu deklassiert und seine Verzweiflung brachte ihn so weit, ähnlich wie Tyson seinerzeit, dass er mir ins Ohr biss, aber nicht mit den Folgen. Es ist also nicht abgebissen. Er hat nur ein bisschen geknabbert. Musik